und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal und zu diesem Video. Ich weiß nicht, was in letzter Zeit mit mir los ist, aber ich habe totale Motivation fürs Putzen, gerade für so Ecken, in denen man sonst nicht so häufig putzt und wo sich dann doch gerne mal ein bisschen mehr Schmutz und Staub ansammelt. Ich habe mir nämlich in den letzten Wochen und Monaten so ein paar neue Putzmittel und Helferchen gekauft, die mir da das Putzen erleichtern und die unwahrscheinlich viel Spaß machen zu benutzen. Das heißt, ich bin jede freie Minute irgendwie irgendwas am Putzen und dabei nehme ich euch heute mit. Ich zeige euch so ein paar Sachen, die ich da gerne benutzt habe, jetzt in den letzten Tagen und Wochen. Vorsicht, Suchtgefahr, also passt auf, dass ihr nicht auch in so einen Putzrausch kommt. Auf der anderen Seite ist es ja schön, wenn ich euch ein bisschen motivieren kann. Ich wünsche euch jedenfalls ganz viel Spaß bei diesem Video. Ja, wir starten mit einem kleineren Projekt, nämlich meinen Laptop sauber zu machen. Das war auch mal wieder nötig. Da kommt gleich dieses Zeug zum Einsatz. Das zeige ich euch gleich dann noch. Erstmal habe ich mein Mikrofasertuch mit dem Spiritusreiniger befeuchtet. Man darf natürlich nie irgendeinen Reiniger direkt auf elektrische Geräte sprühen, sondern dann lieber das Putzläppchen einsprühen. Hier seht ihr, wie ich den Monitor und die Tastatur sauber gemacht habe. Aber zwischen den Tasten sind dann doch noch so ein paar kleine Stäubchen gewesen, die man ja in der Regel relativ schwer wegbekommt. Und jetzt kommt dieses Töpfchen zum Einsatz, was ihr gerade schon gesehen habt. Da ist nämlich so ein Gelknubbel drin, mit dem man gut in sämtliche Ritzen kommt. Irgendwann kam dieser Gelknubbel dann auch aus seiner Verpackung raus. Der fühlte sich ganz angenehm an, also zum Glück nicht irgendwie schleimig oder klebrig, sondern eigentlich so wirklich ganz glatt und angenehm. Und ja, über die Tastatur so drüber wischen hat nicht so gut geklappt, sondern eher auf die Tasten drauf tupfen, dass das Gel quasi so zwischen die Tasten gelangt und genau dort den Staub wegnehmen kann. Ja, und das hat richtig Spaß gemacht und hat auch wirklich gut funktioniert. Da sieht man vielleicht, dass das ein oder andere Stäubchen da hängen geblieben ist. So schrecklich schmutzig war die Tastatur jetzt auch nicht. Da seht ihr auch, ich habe diesen Gelknubbel auch so ein bisschen über die Tasten drüber gerollt, dass ich so von jedem Winkel mal in die Zwischenräume gekommen bin. Ja, und als ich fertig war, habe ich das Ganze wieder zurückgepackt und in den Kühlschrank gestellt, weil ich nämlich bei manchen Rezensionen gelesen habe, dass das schnell austrocknet und im Kühlschrank eben nicht. An einem anderen Tag habe ich das auch im Auto angewandt. Auch da gibt es ja verschiedene Ecken, wo man schwer reinkommt. Besonders in diese Getränkehalter finde ich es immer ganz schwierig, mit einem Lappen reinzukommen und da alles zu entfernen. Also da hat dieses Gel wirklich einen super Dienst geleistet. Als nächstes nehme ich euch mit in unser Gästebad. Da habe ich gerade die Toilette sauber gemacht. Diesmal nicht mit so feuchten Tüchern, wie ich das sonst immer gerne mache, sondern ich habe die ganze Toilette eingesprüht mit diesem Antikal, habe das ein Momentchen einwirken lassen und dann mit Papiertüchern alles sauber gewischt. Also für die Toilette nehme ich tatsächlich gerne so Wegschmeißartikel und keine Läppchen, die ich dann hinterher in die Waschmaschine werfe, sondern einfach entweder feuchte Tücher oder wie gesagt jetzt eben die Papiertücher, mit denen ich alles trocken reibe. Innen drin das ganze Becken auch sauber gemacht, normal mit dem WC-Reiniger und der Bürste. Aber jetzt kommt das Teil, was ich am liebsten jeden Tag jetzt anwenden würde, nämlich diesen Aktivkohleschaum. Den füllt man einfach in das Becken ein und dann entsteht so ein ganz großartiger Schaum, der die ganze Toilette aktiv säubert und tiefenrein macht. Es duftete so ein bisschen frisch, das Ganze. Also dieser Schaum baut sich dann im Laufe der Zeit auf, reinigt eben alles und wenn der Schaum zerfällt, braucht man eigentlich nur noch die Toilette einmal spülen, wie ihr das hier seht, und alles ist blitzblank sauber. Großartiges Zeug. Ja, und in der Dusche habe ich auch ein neues Schätzchen. Da ist unser alter Duschabzieher. Das habe ich euch ja vor vielen Monaten mal gesagt, dass wir natürlich immer die Dusche abziehen nach dem Duschen, die ganzen Glaswände und die Kacheln, damit es ein bisschen länger schön bleibt und man nicht so viele Kalkflecken hat. Allerdings habe ich jetzt uns diesen Abzieher gekauft. Der steht da nicht so blöd zwischen unseren Duschgelen rum, sondern der kam mit einem kleinen Haken. Er ist so ein bisschen aus den Augen, aus dem Sinn. Sieht schick aus und erfüllt aber seinen Zweck. Und jetzt kommen wir zu den absoluten Putz-Highlights. Und zwar habe ich mir dieses Pink Stuff gekauft. Das ist so eine, ja, wie soll ich sagen, so eine Paste, die so ein bisschen ähnlich ist wie so ein Scheuerreiniger.
Und eben diese überdimensionale, sieht aus wie so eine riesen elektrische Zahnbürste, ist aber zum Putzen mit verschiedenen Aufsätzen. Und dann noch diesen Schwamm, den kennt vielleicht der ein oder andere von euch. Es gibt ja diese Scrub Daddy Schwämme und das ist eben Scrub Mummy. Der hat auf einer Seite eine weiche Seite und auf der anderen auch so eine rauere Seite, mit der man dann etwas stärkere Verschmutzungen wegbekommt. Ja, und dann bin ich mit diesen ganzen Sachen unserer Dusche zu Leibe gerückt, habe erstmal alles eingesprüht rund um den Abfluss. Da sammeln sich leider immer sehr viele Seifenreste, Shampoo-Reste, Haare, ihr kennt das wahrscheinlich, den Deckel abgemacht. Dann haben wir da noch, ich weiß gar nicht, das ist leider kein richtiges Sieb. Es ist leider immer so ein bisschen schwierig sauber zu machen. Das habe ich erstmal grob gereinigt mit so einem Antikalkzeug und jetzt kommt zum ersten Mal diese elektrische Putzbürste da zum Einsatz mit diesem Pink Stuff und das hat ja so einen Spaß gemacht. Es ist leider relativ laut, das heißt, das kann ich nicht unbedingt machen, wenn die Kinder schlafen. Aber ich konnte fast nicht mehr aufhören. Also da kommt man echt in jede Ritze rein, konnte alles wirklich tiefen rein sauber machen. Den Deckel habe ich super sauber damit bekommen und diesen Einsatz und ich konnte gar nicht mehr aufhören. Schaut mir gerne ein bisschen zu, wie ich da mich fast ja, in Ekstase geputzt habe. Ja, wie ihr hier sehen könnt, man konnte sich in dem Deckel hinterher wirklich spiegeln. So sauber war der, glaube ich, noch nie. Der Duschabfluss war somit erledigt. Aber ich habe noch verschiedene andere Stellen gesehen, wo diese Bürste gut zum Einsatz kommen konnte. Nämlich diese Halterungen, die die Glaswände mit den richtigen Wänden quasi verbinden. Da sammelte sich ja doch im Laufe der Zeit ganz schön viel Schmutz an, auch irgendwelche Seifenreste und Kalk und was weiß ich, was das alles ist. Da kommt man super schwer dran, aber diese Bürste hat es alles wegbekommen. Das war natürlich ein bisschen Arbeit, da musste man schon ein bisschen dranbleiben und öfters mal über die gleiche Stelle drüber gehen. Aber hinterher, als ich das abgespült habe und nochmal so ein bisschen nachgewischt habe, sah das auch schon alles viel, viel besser aus. Ja, und wenn ich einmal dabei war, habe ich mich natürlich dann auch den Fugen gewidmet. Auch da sammelt sich natürlich dann der ein oder andere Seifenrest an oder vielleicht auch so kleine, Schimmel war es glaube ich nicht. So schlimm sah es eigentlich nicht aus. Aber ihr seht, die Fuge wird richtig sauber. Diese ganzen Beläge, die da drauf waren, gehen auch komplett weg, wenn man da mit dieser elektrischen Bürste drüber gegangen ist. Ja, und dann habe ich hier noch eine Stelle gesehen und da noch eine Stelle gesehen. Da unter den Armaturen kommt man auch schlecht dran. Auch da habe ich mit der Bürste nachgearbeitet und habe mich da komplett durch die Dusche geputzt. Und es hat so einen Spaß gemacht. Und der Vollständigkeit halber habe ich natürlich dann auch noch die Glaswände sauber gemacht, sowohl von innen als auch von außen. Ordentlich, also innen habe ich die ordentlich mit diesem Antikalkzeug besprüht und nochmal mit diesem Schwamm ordentlich bearbeitet, weil selbst wenn man mit dem Abzieher jedes Mal nach dem Duschen das Wasser abzieht an den Rändern, bleibt dann meist doch ein bisschen Wasser stehen, sodass ich da Kalk ansammeln kann. Das heißt also besonders die Ränder habe ich geschrubbt und von außen habe ich dann einfach nur meinen Glasreiniger benutzt. Von außen war die Verschmutzung ja nicht so groß. Ich habe innen, wo ein bisschen mehr Wasser im Spiel war, dann meinen Fenstersauger benutzt, um die Glasscheiben möglichst streifenfrei abziehen zu können. Und das macht auch Spaß, dieses Teil zu bedienen. Und darum geht es ja in diesem Video. Da geht es nochmal den Armaturen an den Kragen. Mir ist nämlich in den letzten Wochen aufgefallen, dass die mit meinem normalen Antikalkreiniger gar nicht mehr so richtig sauber wurden. Man sah doch immer noch mal so ein paar Tröpfchen auf den Armaturen und da bin ich jetzt mal mit diesem Pink Stuff dran gegangen und diesem Scrub Mummy Schwamm. Mein Gott, das sind alles so komplizierte Namen. Genau, da habe ich nochmal ordentlich drüber geschrubbt und gereinigt. Alles abgebraust und hinterher nochmal nachpoliert. Und was soll ich sagen?
Auch da konnte man sich hinterher drin spiegeln und alle Wasserflecken sind verschwunden. Als nächstes nehme ich euch mit in die Küche. Dort benutze ich sehr gerne diesen Spülschwamm mit integriertem Spüli. Der Schwamm konnte allerdings mal gut und gerne ausgetauscht werden. Das geht ganz einfach, wie ihr hier auch sehen könnt. Und mit dem neuen Schwamm ließ es sich dann auch schon wieder ein bisschen besser putzen. Das Gerät nehme ich allerdings nicht nur für Geschirr, sondern auch sonst ganz gerne schon mal fürs Putzen. Wie ihr gesehen habt, man kann den Schwamm ja blitzschnell austauschen. Und ja, dann ging es in diesem Falle hier rund um die Herdplatte. Die habe ich mal richtig schön eingeseift und auch in allen Ritzen sauber gemacht, mal ordentlich von dem Fett befreit. Deswegen bot sich da das Spüli auch an als Putzmittel. Und dann dachte ich mir, Mensch, da kann man doch auch die Wände und nebenan die Fläche noch ein bisschen reinigen damit. Und so habe ich da munter vor mich hingeputzt. Ja, und da seht ihr unseren alten Scrub-Daddy. Der hat jetzt wirklich ausgedient. Da muss jetzt dringend ein neuer her. Da seht ihr den neuen. So sah der alte früher auch mal aus. Der kommt dann wieder an die Spüle. Mit dem mache ich eigentlich immer dann abends die Arbeitsflächen sauber oder immer, wenn irgendwas schmutzig ist. Und so durfte der jetzt auch seinen ersten Einsatz an den Wänden leisten. Da waren schon ein paar Fettspritzer, wie das dann schon mal so ist, rund um den Herd. Und die sind alle wunderbar weggegangen mit diesem tollen Schwamm. Um diesen Bereich richtig gründlich zu reinigen, habe ich noch einen Trick verwendet, nämlich ein angefeuchtetes Küchenkrepp über ein Messer gestülpt und damit kommt man wunderbar in die Ritzen rund um das Ceranfeld. Und obwohl ich ja gerade so gründlich alles geputzt hatte, seht ihr, dass da trotzdem in diesen Ritzen immer noch ein bisschen Schmutz oder irgendwelche Fettreste drin waren. Somit war das danach alles super blitzblank sauber. Die Tabletts habe ich auch mal alle sauber gemacht, wieder neu hingestellt und beim Hinstellen der Papierrolle habe ich gesehen, Mensch, diese Halterung ist auch ein bisschen schmutzig und habe dann nochmal alles ordentlich eingeseift, dass hinterher dann auch die Küchenrollenhalterung blitzblank geglänzt hat. Dann fiel mein Blick auf den Wasserkocher. Der musste auch mal wieder gereinigt werden. Vor allen Dingen auch unten die Platte, wo der immer drauf steht. Der Deckel. Der Wasserkocher, der steht halt bei uns direkt neben dem Herd. Das heißt, der ein oder andere Fettspritzer lässt sich da nicht vermeiden. Manche Fettspritzer waren allerdings wirklich ganz schön hartnäckig. Also da bin ich sowohl mit dem Schwamm dran gegangen, als auch nochmal mit dieser elektrischen Bürste. Hinterher sogar noch mit dem Ceranfeldkratzer, wie ihr gleich seht. Hinterher sah er dann aber auch fast aus wie neu. Ja, und in der Zeit, in der ich fleißig geputzt habe, hat Elena fleißig den Schrank ausgeräumt und war somit auch gut beschäftigt. Ja, hier sind wir jetzt an einem anderen Tag nochmal in der Küche. Da zeige ich euch meinen praktischen Eimer, der fasst maximal 5 Liter, ist aber auch zusammenklappbar und so als kleine Schale zu benutzen. Da gebe ich jetzt gleich eine Verschlusskappe von dem Weichspüler rein. Für meine Wäsche benutze ich gar keinen Weichspüler, weil ich das irgendwie nicht mag an den Klamotten. Und gerade bei der Sportwäsche oder bei der Jeans soll man das eh nicht machen. Aber zum Putzen ist der super. Genauso wie diese Schwämme, die ich euch da zeige. Die haben auch eine raue Seite und eine weiche. Mit denen kann man auch wunderbar sämtliche Verschmutzungen von allen Oberflächen wegbekommen. Ja, und da habe ich mir dann meinen quasi Weichspüler-Wasserlauge gemacht und dann mit dieser Mischung und den Schwämmen unsere ganzen Türen abgewaschen.
Wenn ihr euch nämlich eure Türen mal genauer anschaut, da gibt es auch immer mal wieder irgendeinen Fleck oder irgendeine Stelle, gerade rund um die Klinke natürlich, wo man häufig anfasst. Und mit dieser Weichspülerlösung ging das alles wunderbar weg und natürlich roch es auch ganz toll. Ja, und da ich meine Yogamatte in letzter Zeit häufiger auch mal draußen benutzt hatte, wurde es auch mal Zeit, die ordentlich zu reinigen. Auch da bot sich diese Weichspülerlösung an und hat die Yogamatte auch richtig sauber bekommen und den Schwamm ordentlich schmutzig. Und ich bin wieder zum klassischen Mop zurückgekehrt. Ihr kennt ja wahrscheinlich meinen Sprühmop, den ihr vielleicht in anderen Videos schon mal gesehen habt. Den finde ich auch nach wie vor super, wobei der eine ist mir kaputt gegangen. Ich musste mir einen neuen kaufen, der sprühte leider nicht mehr. Von daher, also die Qualität war so mittelgut. Aber den benutze ich super gerne zwischendurch. Habe aber gemerkt, so ein richtiger Mop darf eigentlich im Haushalt nicht fehlen. Und da habe ich mir hier diesen Drehmop gekauft, wo man den Mop durchdrehen quasi auswringen kann. Das geht also ganz einfach. Man muss da nicht mit den Händen ins Waschwasser. Kommt in jede Ecke rein. Und ich bin jetzt hier Tag ein, Tag aus nur noch die Böden am Moppen, weil das auch so viel Spaß macht. Und wenn ihr meine Videos schon etwas länger guckt, wisst ihr, ich habe so ein bisschen Ärger, unterm Sofa richtig sauber zu machen. Das ist mir irgendwie alles zu lästig. Und mit diesem Mop komme ich problemlos unter das Sofa. Also das heißt, das kann ich jetzt auch sehr gerne häufiger machen und es sammelt sich nie wieder so viel Staub und Spielzeug unterm Sofa ab. Großartiges Teil, kann ich nur empfehlen. So hard to tell, but we're together, that's our game. Round and round and round we go. Ja, und eigentlich kommt ja alle 4 Monate der Fensterputzer zu uns. Trotzdem muss ich das ein oder andere Fenster zwischendurch mal putzen. Gerade in der Küche ist man der ein oder andere Fleck am Fenster. Und da benutze ich heute diese Silikonhandschuhe mit diesen Silikonnoppen. Die nehme ich sonst eigentlich gerne draußen für grobere Arbeiten. Beispielsweise als wir die Hollywood-Schaukel sauber gemacht haben, klappt das super. Ich habe mir einfach Spüli und Wasser gemischt und damit diese Handschuhe angefeuchtet. Und man kann einfach, ja, wie ihr das seht, mit den Handflächen überall drüber gehen, alles ordentlich einseifen. Man kommt auch ganz gut in die Ritzen rein. Und dann habe ich mit meinem Fenstersauger die Fenster abgezogen und die Sache war schnell geritzt. Dann habe ich natürlich aber wieder noch das ein oder andere gesehen und habe noch weitergemacht. Ich habe dann das Fenster mal aufgemacht und gesehen, dass da in dieser Rille im Fensterrahmen auch ordentlich Schmutz war. Das heißt, das habe ich auch noch dann sauber gemacht und das Fenster von außen. Das wollte ich eigentlich alles gar nicht, aber auch da war ich wieder irgendwie im Putzrausch, weil es tatsächlich einfach so viel Spaß gemacht hat. Sauber machen lassen sich diese Handschuhe anschließend übrigens auch ganz einfach. Einfach wie Hände waschen, so wie mit anderen Handschuhen ja eigentlich auch. Dabei habe ich festgestellt, ach, ich könnte ja eigentlich auch noch mal ein bisschen das Spülbecken sauber machen. Das habe ich dann hier auch noch schnell erledigt. Und somit waren die Handschuhe gleich mit sauber und wurden zum Trocknen gelegt. Ja, am Schluss muss ich euch leider sagen, dass ich doch etwas ernüchtert bin von dieser elektrischen Putzbürste. Sie hat super gut geputzt, keine Frage, das hat auch wirklich Spaß gemacht. Aber leider lassen sich jetzt nicht mehr die Aufsätze wechseln. Man konnte eigentlich ganz einfach den Aufsatz da drauf machen und auch wieder abmachen. Aber anscheinend ist bei meiner Duschputzaktion das Ding so beansprucht worden, dass sich da irgendwas verbogen hat. Und ich kriege jetzt diesen einen Aufsatz da leider nicht mehr runter und kann die anderen Aufsätze nicht nutzen. Ich weiß nicht, ob mein Mann mir da vielleicht helfen kann, wenn er jetzt mal wieder von seiner Geschäftsreise da ist. Aber das ist leider ein bisschen blöd. Ich verlinke es euch trotzdem, aber auch noch eine Alternative davon in der Infobox, weil ich finde, das darf in keinem Haushalt fehlen, so eine großartige elektrische Bürste zum Putzen.
Jetzt habe ich euch wirklich allerhand gezeigt und ich könnte noch stundenlang weitermachen, aber wir wollen das Video mal nicht zu lang werden lassen. Eine Sache wollte ich noch erwähnen. Alle Sachen, die ich euch gezeigt habe, habe ich selber gekauft von meinem privaten Geld. Es sind leider keine Kooperationen dabei. Aber ich hoffe, die ein oder andere Inspiration für euch, dass ihr jetzt auch mal loslegt und die ein oder andere Ecke noch mal ein bisschen genauer untersucht. Dabei wünsche ich euch ganz viel Spaß, wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Ganz liebe Grüße und bis bald. Tschüss!